Hallihallo, ich begrüße euch zum Kulturtag aus dem Fabrikli in Buchs. Ihr kennt es vielleicht am Sofa. Das haben wir auch genutzt mit dem Bleib daheim Festival, wo wir ebenfalls in dieser heiligen Halle hier gedreht haben. Bei mir zu Gast ist Bettina Bertsch. Als Einstiegsfrage, was ist deine Aufgabe im Fabrikli-Team? Ja, ich leite Theaterkurs schon seit 2009. Haben die verschiedenen Gruppen geleitet, angefangen mit den Kleinen. Und jetzt mittlerweile bin ich bei den Ältesten gelandet, bei den Spielbuden. Ja, wir spielen Theater hier. Das ist eine recht lange Zeit, wo du schon dabei bist. Kannst du da irgendwie ein, zwei Highlights rauspicken, wo du sagst, mal, das hat am meisten gefällt? Ja, also es ist so ein bisschen ein Aufbau gewesen natürlich vom Ganzen, von diesen Kursen mit Kind im Fabrikli. Das haben wir eigentlich da jetzt, also habe ich dann mit der Kathrin eben auch angefangen aufzubauen, dass das Regelmäßigkeit überkommt und dass die Kinder eigentlich immer weiter Theater spielen im Fabrikli. Das ist unser Ziel gewesen. Jetzt sind wir wirklich so weit, dass wir bis und mit also nach der Schulzeit Kurse anbieten, auch für die Gruppe nach der Schulzeit, für die Altersgruppe. Und Highlights, es ist ja nicht so, dass man in diesen Kursen etwas gezielt immer muss erarbeitet haben, also gerade bei den Kleinen, sondern es sind eigentlich die kleinen Sachen, die dann eben die Highlights sind, dass Kinder sich verändern oder ja, einfach, dass man merkt, wow, sie fühlen sich jetzt wohl auf der Bühne, sie können etwas preisgeben, ja. Das sind eigentlich meine Highlights vor allem. Und jetzt mit der Jugendgruppe ist es schon nochmal anders, wenn man so eigene Stücke spielt und halt die auch erarbeitet, erfindet und dann die am Schluss auf der Bühne hat. Das ist schon sehr cool. Wie ist es so? Also die Kinder, die bei euch anfangen, durchlaufen die jeweils jede Gruppe, die ihr hier habt? Oder gibt es auch einen Haufen, die dann abspringen, die finden, ja, jetzt gehe ich lieber in den Sport? Ja, es gibt alles. Also es ist natürlich auch das Theaterspielen an und für sich ist jetzt nicht so etabliert als Hobby. Man hat eher einen Jugi oder einen Unihockey-Club oder einen Fußballclub, wo man noch geht als Hobby, als Kind. Es ist wie näher, glaube ich, bei den Leuten, bei den Erwachsenen auch. Und darum gibt man dann das den Kindern auch weiter. Und es gibt solche, die wirklich, also die einen, mit denen habe ich in der 4. Klasse angefangen. Und kann sie nicht mehr kommen, weil sie auf die Dülemann studieren geht. Das ist ein bisschen Wermutstropfen, weil ja, das ist natürlich dann so eine lange Zeit, wo man mit diesen Theater spielt, dass sich eben da auch dann enorm steigern und so cool ist zum Spielen am Schluss. Also am Schluss immer eigentlich, weil sie dann so Freude haben an dem Hobby, das Bleiben. Mhm. Und die einen, die abspringen, für die ist es auch gut, weil die kommen dann die Zeit und es ist dann das Jahr wo, oder die Saison, wo sie Theater spielen und nachher suchen sie wieder etwas Neues. Das ist auch okay, das ist cool, wenn die mal einen Einblick haben, wie es ist. Du hast gesagt, ihr habt ja jetzt verschiedene Altersklassen. Wie kann man sich das vorstellen? Also kann man jederzeit einsteigen oder muss man jetzt irgendwie sagen, ja, also man muss bei den Kleinsten angefangen haben, dass man weitermachen kann bei euch? Oder nein. Kann man eigentlich jederzeit? Ja, das geht immer. Wie sehen denn die aus? Also es gibt Spielplatz, es gibt ja, es ja, einfach, all es das mit Spiel. Ja, genau. Spielgarten, Spielplatz, Spiel. Bude, jetzt ist meine die älteste. Einfach, sind einfach die Kurse, die im Alter haben wir jetzt ein bisschen zusammennehmen müssen. Weil es ist ja dann, also mit Kindergärtner spielt man anders als mit Viertklässlern oder eben jetzt mit Jugendlichen. Und ich finde, das ist einfach wichtig, dass man dann dort so einen Rahmen hat, der allen ein bisschen passt, wo sich die Leute auch wohlfühlen in dieser Gruppe, weil sie etwa die gleichen Alter haben zum Spielen. Ja, das ist so da vom Alter her. Und das andere ist, deine Frage nicht mehr. Also die Stücke sind sicher auch komplexer, oder? Ja. Eben. Also die Frage war, wie ist es aufgeteilt quasi? Also, ja, eben, es ist vor allem aufs Alter aufgeteilt, dass man es so unterscheiden kann, weil ja, die Kleinen andere Kompetenzen haben als die Älteren. Und dann kann man natürlich auch andere Sachen ausprobieren und spielen. Jawohl. Was ich in Erinnerung habe, es ist viel, dass die Jugendlichen auch mitschreiben können am Stück, oder? Es ist nicht komplett alles freigegeben oder vorgegeben. Nein, ich habe jetzt eigentlich immer mit der Gruppe, wo ich jetzt angefangen habe, bei den Jugendlichen, also jetzt zwei Stück gemacht
Und dort haben wir immer selber geschrieben. Das letzte Jahr wäre es das erste Mal gewesen, dass ich eins gekauft hätte und einmal so aufgeführt, aber das ist dann wegen Corona ins Wasser gefallen. Mhm. Vorher habe ich immer geschrieben, ich finde, es ist die Identifikation der Jugendlichen mit dem Stück selber ist anders. Also, sie sind voll dabei eigentlich. Und sie haben ja dann ihr Stück und ihre Geschichte, die sie dann erzählen. Und es ist, wenn sie eben dann mitschreiben, ist nachher eben auch das Text lernen einfacher, weil wir tun ja eigentlich durch Improvisation tun wir dann Stücke erarbeiten eigentlich. Also sie haben es schon wie einmal gespielt und mal ausprobiert und so kommt man dann zum Text. Und dann haben sie es noch selber geschrieben. Ich schaue dann schon anschauen, dass jede Rolle wirklich die Finesse hat oder was es braucht, damit es auch vielleicht witzig kann sein oder dramaturgisch verhebt. Aber ja, durch das ist es halt, sind es wie dann, sie sind schon drei und es ist Text lernen ist nicht mehr so schwierig. Also so ein grosser Brocken, weil sie wissen schon, wie das ganze Stück ist, eigentlich, weil sie ja wie mitgeschrieben haben. Das motiviert mich sehr, um das Stück immer zu schreiben mit den Jugendlichen. Mhm. Würdest du sagen, vielleicht auch, dadurch sind die Stücke vielleicht auch einfach cooler, also als jetzt irgendwie etwas, wo halt schon 100-mal gespielt worden ist, nochmal spielen, jetzt nochmal Romeo und Julia spielen, nochmal irgendwie, ja. so die ganzen alten... Ja also, gut, eben an die habe ich mich noch nicht gewagt, ja. Vielleicht ist es auch das, dass ich das Gefühl habe, nein, an so traditionelle Sachen habe ich mich jetzt noch nicht gewagt und ich finde, es ist ja dann, also für mich wäre es jetzt nicht etwas, wo ich würde so ursprünglich aufführen, oder? Für mich wäre es wie, ich müsste eine moderne Art finden, um es aufführen können. Und das gibt es ja schon etliche. Und dann finde ich schon, ja, ist für mich halt der Reiz nicht so gross, um das nochmal irgendwie anders zu probieren, inszenieren. Das kommt dann vielleicht noch in die Jahre. Es ist nicht, dass man dann noch so eine Herausforderung wird. Ich finde es schön, ja, wenn die Idee eigentlich von den Jungen dabei ist, ja. Mhm. Jetzt haben wir aber dieses Jahr ein bisschen, also vor allem bei der älteren Gruppe, hat mir Katrin gesagt, dass nicht so viele Leute kommen, also respektive wir haben noch nicht so viele Anmeldungen. An was liegt es? Ist es ein bisschen aus der Mode gekommen, zum Theaterspielen als Hobby? Oder? Ich glaube nicht. Nein, ich glaube, es ist noch nie so richtig, einfach so richtig drin gewesen in den Köpfen, glaube ich. Und, ja, also an was liegt, wir haben jetzt zum Beispiel drei Leute, die LAPs haben jetzt dieses Jahr. Also zwei in LAP, die einen geht studieren, an einem anderen Ort, dann ist klar, dann wird man, das ist dann wichtig in dem Moment und dann wird man nicht noch ein Hobby haben, wo einem irgendwie, ja, wo man das Gefühl hat, man kommt dann zu wenig zu lernen. Aber ja, ich denke, es ist, also bei den Jugendlichen ist es schwierig, um Leute herzuholen, finde ich, weil sie sind ja dann meistens schon irgendwo ein bisschen gefestigt im Verein. Halt, eben meistens ist es Sport, natürlich, weil die sind näher oder sie sind einfach so, ja. Das Theater ist auch so ein bisschen, ja, also wie gemerkt, ich meine, Sport ist noch viel, in der Jugend kommt man irgendwann eine Medaille über, im Fußball ist man teamfähig oder im Uni-Hockey. Ja, was ist denn das Theater, oder? Was gibt einem denn das Theater? Und das ist halt viel so die Frage, wo vielleicht die Jungen dann eher mit Druck empfinden, also das Gefühl, ich muss etwas können, wenn ich gut Theater spielen gehe, was eigentlich nicht der Fall ist, weil wie viel Mal im Alltag spielen wir gerade irgendetwas, wo wir nicht so fühlen, wie wir, oder spielen wir, überspielen wir etwas. Und darum finde ich, nein, können muss man nicht, man muss Freude haben. Ja. Aber es ist sicher das, es ist so ein bisschen das Unwissen und vielleicht noch nicht ausprobiert und dann halt das Feuer nicht gefangen, wenn man es nicht ausprobiert. Mhm. Und was machst denn du bei diesen Jugendlichen und bei diesen Kindern, dass sie eben auch so quasi der Funke überspringt und dass sie nachher auch finden, mal, das ist Schauspielerei, ist etwas Cooles. Ja, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich den Druck nimmt, dass man etwas muss können oder muss gut sein. Also, ich meine, das ist auch eine Alltagssache, die wir immer wieder erleben, man wird immer wieder beurteilt und so. Und das ist im Theater sehr wichtig, dass man einfach ausprobieren, improvisieren, ohne dass man das Gefühl hat, oh nein, jetzt lachen die oder... Das ist so das, was ich jetzt gerade bei den Jugendlichen als erstes wirklich probiere abzubauen. Gerade jetzt so, sonst kann man nicht improvisieren, wenn man nicht frei ist von, es könnte peinlich sein, oder? Und das ist natürlich ein grosser Teil in dem jugendlichen Alter, ist die Unsicherheit auch, wie wirke ich auf andere und wie reagieren die anderen. Ja, das muss man wie wegwischen und so einen Raum schaffen, wo eben dann da, wo möglich ist, zum Ausprobieren, zum vielleicht einmal ein bisschen
lustiger wirken oder eben mal etwas nicht perfekt können zeigen. Ja. Ich finde, das ist das Wichtigste zum Wegnehmen. Und dann kann man anfangen zu spielen und kann auf dem aufbauen. Also man darf auch gerne nochmal Fehler machen und daraus lernen. Und ja, es gibt eben keine Fehler. Also das ist beim Theaterspielen eben auch so. Es kann ja alles richtig sein. Also wenn man improvisiert, wenn man irgendeine Konfliktsituation improvisiert, ja nur, dann läuft halt der andere am Schluss davon. Das ist ja dann nicht falsch, weil es ist jetzt seine Variante. Und die anderen finden vielleicht, sie müssen weiter diskutieren bis ans Ende. Weil es einfach so. Aber es ist eben lustig, es sind eben Situationen, die man ja dann im Alltag auch wieder erlebt. Also es sind eigentlich auch Sachen, die man übt, ohne dass man es merkt, weil es ja Spass macht im Theater, um mal ausflippen oder mal alle Schande sagen oder weiss auch nicht. Man darf ja alles auf der Bühne, also fast alles. Mhm. Es gibt schon gewisse Grenzen, aber ich denke, das ist ja. Du hast mir im Vorgespräch, das habe ich noch recht interessant gefunden, du hast gesagt, es dürfen, also als Schauspieler darf man auch eine ruhige Persönlichkeit sein oder respektive irgendwie ein bisschen introvertiert sein, weil das ja dann auch die Leute oder die Hauptfiguren unterstützt. Ja. Wie wichtig ist die Mischung zwischen ruhigen, introvertierten Leuten und ja, halt gerade im Gegenteil, die vorne stehen, laut rumbrüllend und extrovertiert sind? Ja, es braucht ja beides, aber es schließt eben das eine das andere nicht aus. Also ich denke, es gibt viele introvertierte Leute und sobald sie auf der Bühne stehen, sind sie Rampensauer. Also es ist ja dann nicht, oder man kann nicht einmal unbedingt sagen, aha, es ist ein introvertierter Typ, darum ist auch beim Schauspiel eher so, dass er die ruhigere Rolle nimmt, weil der will dann vielleicht genau dort das rauslassen, was er ja sonst vielleicht eher zurückhält. Und ja, aber es braucht sicher für ein gutes, also für ein gutes Stück oder für ein gutes Spiel braucht es, wenn man jetzt so in Richtung Komödie geht, natürlich braucht es die richtigen Gegensätze, dann ist es auch richtig amüsant, oder? Wenn sie so ein bisschen die Laute und das Extrem hat und dann wieder die beiden ruhigen Leute, Personen. Und es gibt auch eben, es gibt einfach auch die Leute, die dann eher gerne das Beiden und das Zurückhalten spielen und es wirkt ja noch so gut, wenn man Mimik spielen lässt, wenn man gewisse Rollen will untermalen mit dem. Das ist ja wirklich das Schöne am Schauspieler, dass man mal in eine andere Haut schlüpfen kann, ja. In ein anderes Kleid, mal wirklich jemand anders sein auf der Bühne. Ja, danke vielmals, dass du da gewesen bist, Bettina. Genau. Und ja, liebe Leute, melden euch an, wenn ihr findet, mal, ich will mal unbedingt auf die Bühne oder wenn ihr jemanden kennt, wo ihr findet, mal, der gehört eigentlich in ein Theaterstück und der könnte das, glaube ich, noch, der oder die könnte das, glaube ich, noch recht gut. Fabrikli.ch finden da alle Informationen und dann lernen wir sie auch persönlich kennen und könnt von ihrer Hufe lernen. Danke vielmals, dass ihr zugeschaut habt. Kulturtag hier aus dem Fabrikli, dein tägliche Intermezzo. Machen Sie gut. Tschüss.